Man kann sich nicht darauf verlassen, dass das, was vor den Wahlen gesagt wird, auch wirklich nach den Wahlen gilt. Und wir müssen damit rechnen, dass das in verschiedenen Weisen sich wiederholen kann. Ja, sicherlich, solche Situationen gibt es immer wieder. Also wenn Sie immer erst eine von Ihnen erst zitierte Umfrage machen, was die Leute davon halten, dann könnten wir das nicht machen. Würden Sie Europa aufgeben, wenn Sie merken, dass Sie die Menschen nicht von diesem europäischen Gedanken in einem gemeinsamen europäischen Haus überzeugen können? Die Menschen in Deutschland? Nein, auf gar keinen Fall. Dann ist die Frage, ob wir zum Beispiel diesen Fonds machen, eine Frage, wo ich immer gesagt habe, die machen wir. Und der hat viele Vorteile und egal, was da jetzt geschrieben wird, was gesagt wird, das wird so gemacht. Denn es ist so, wie Sie sagen, diejenigen, die entscheiden, haben, sind nicht gewählt und diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden. Heißt das denn, dass die Lobby wirklich so stark war dann, die Pharma-Lobby gegen die Politik und Sie quasi dann da zurückziehen mussten? Ja, das ist so seit 30 Jahren bis zur Stunde. Dass sinnvolle strukturelle Veränderungen auch im Sinne von mehr sozialer Marktwirtschaft im deutschen Gesundheitswesen nicht möglich sind wegen des Widerstandes der Lobbyverbände. Ich kann Ihnen nur beschreiben, dass es so ist und dass es so abläuft, und zwar sehr wirksam. Aber es kann ja nicht sein, dass die Industrie stärker ist als die Politik. Also letzten Endes muss es doch heißen, die Politik muss sagen, nein, so geht's nicht. Ja, ich kann Ihnen nicht widersprechen. Die Politik wird heute nicht von den Politikern gemacht, sondern von mächtigen Interessengruppen, die sich hinter den Fassaden der Politiker verstecken. Und Ihre Kollegen von Panorama zum Beispiel haben rausbekommen, Monitor war das, dass in der Zwischenzeit über 100 Leihbeamte von den Konzernen in den Ministerien sitzen. Diese Leihbeamte machen zusammen mit angelsächsischen Anwaltskanzleien die Gesetze, und diese Gesetze werden dann dem Bundestag vorgelegt, und der Bundestag, den wir alle 4 Jahre wählen dürfen und wieder am kommenden Sonntag, stimmt dann über diese Gesetze ab, und dabei handelt es sich um eine reine Abnickveranstaltung. Also das, worüber wir hier geredet haben, Personen, Herr Lafontaine, den Steinmeier, Frau Merkel, das ist, geht am Problem vorbei, meinen Sie? Das ist gar Schauen nicht Sie, das Thema. Ist, ich habe eine gute Analogie, das ist wie ein Zaun. Wir streiten uns, das Volk ist ideologisiert, in verschiedene Lager eingeteilt, und wir streiten uns alle 4 Jahre, welche Farbe ein Zaun bekommt, den die Parteien um uns gestellt haben als Wahlvieh. Und wenn ich zur Wahl gehe, ist es nichts anderes, dass ich als Wahlvieh oder Stimmvieh dann auch wiederum Stimmvieh wähle. Und Panorama, auch Ihre Kollegen haben rausbekommen, dass die meisten Bundestagsabgeordneten überhaupt nicht wissen, über was sie abstimmen. Ja, sie haben keinen Schimmer von dem, was in diesen Gesetzen steht, und wir werden von Gesetzen kontrolliert. Die Wirtschaft. Dafür gibt es ja die Fraktionsvorsitzenden, die organisieren dann quasi die Meinung der Partei, also der Fraktion einer Partei, und dann stimmt man eben so ab, wie die Partei es meint. Ist Ihnen zuwider? Die Parteispitze sorgt dafür, dass die Gesetze so verabschiedet werden, wie sie in den Bundestag von diesen Lobbyisten eingebracht werden. Aber die Basis hat ja keine Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Wir haben zwar im Grundgesetz normiert, das freie Mandat des Abgeordneten, aber wenn ich nun den Fraktionszwang berücksichtige, gibt es überhaupt nicht die Möglichkeit für den einzelnen Bundestagsabgeordneten, gegen die Fraktion zu entscheiden. Das heißt, die Parteispitze entscheidet, wie abgestimmt wird, und jeder Politiker hat sich danach zu halten. Ja. Ich bin davon überzeugt, dass Europa gut für uns ist.